Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Ja, Momo, Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Eigentlich wollte ich vorher noch ein paar Prozente holen, aber genau das hat es verhindert, dass ich die Mission nochmal machen konnte. Und zwar habe ich gemerkt, Mensch, da kommt eine Cutscene und oh mein Gott, hier ist ein Rätsel. Das gibt's doch nicht. Das will jedes Mal überall reingeführt werden. Ich hoffe, er wartet auf mich, solange wir das Rätsel suchen. Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Schatz. Das ist schon mal ein Fang. B drücken, bitte. Ich vermute mal, wenn ich mal hier hochkletter, dass es auf dem Aquädukt ist. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Wir gucken einmal kurz in die... Das ist nicht die Option. Gucken wir kurz in die Option, in die Datenbank, geheime Orte. Und da haben wir... Oder Orte, wir gucken mal Orte. Genau hier. Aquedotto Claudia. Es ist das Aquädukt. Es muss das Aquädukt sein. Das heißt, wir müssen das Aquädukt untersuchen. Um an dieses Rätsel zu kommen. Warnung. Leck mich, Warnung! Er kann stehen bleiben. Rätsel muss doch hier irgendwo sein. Huch! Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Okay, die Tunnel betreten. Ja, das kannst du gerade knicken, mein Freund. Das kannst du gerade knicken. So, hier muss irgendwo... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist auf dem Aquädukt. Ich habe so das Gefühl, es ist auf dem Aquädukt, Freunde. Oder... Nee, beim Eingang ist es nicht. Also ich vermute mal stark, dass es auf dem Aquädukt ist. Falls es ein Aquädukt ist. Ja, ist es. Da kommt Wasser runter. Nur das Aquädukt ist ein bisschen beschädigt. Oder es gehört so. Es führt in einen Brunnen. Es gehört anscheinend so. So, schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir es finden. Da ist auf jeden Fall auch so eine kleine Plattform zum Untersuchen. Das heißt, wir gehen mal kurz hier hoch. Dann sind wir schon mal hier oben. Wenn auch auf der falschen Seite, ich weiß. Es ist nicht da oben. Was soll denn dieser Vorsprung da? Wir haben es ja nicht eilig, Freunde. Und zur Not kann ich mal noch Google fragen, wo es ist. Von daher passt das schon. Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Und hier ist bestimmt nicht, oder? So nicht. Darüber springen bringt auch nichts, ne? Muss hier doch irgendwie hochkommen. Ah, bei den Säulen bestimmt, ne? Die Säulen, Freunde. Es kann auch sein, dass es hier... Nee, das ist das Porta Momentana. Es muss auf diese Aquäduktstrecke sein. Hier kann ich hochklettern. Warum? Warum kann ich dies? Gott, das ist ja schwerer als das Rätsel an sich. Lass uns erstmal gucken, dass wir wieder hochkommen. Und ich bete drum, dass es da oben ist.
Ansonsten habe ich mir den ganzen Stress umsonst gemacht. Vor allem, da ist ja ein Aussichtspunkt. Das muss ja da hinten sein. Hier ist auf jeden Fall eine Flagge, die können wir auch da lassen. Die wird ja jetzt auf unserer Karte angezeigt. Okay. Ups, sorry. Muss ich noch weiter weg? Das ist ein bisschen irritierend. Ich meine, ich kann jederzeit hier reisen, eigentlich. Eigentlich. Dann kann ich schon mal etwas kaufen. Vielleicht sollten wir das erstmal kaufen. Na gut, gehen wir erstmal hier hin. Kann ich das kaufen? Ach ja, geht ja noch gar nicht. Borgia-Turm. Dämliche Lackaffen. Es muss ja da hinten am Monument sein. Das geht ja gar nicht anders. Weil der Ort zeigt schon diesen Ort hier an, ja. Und das Hochklettern ist ein bisschen schwierig. Und darüber springen, glaube ich, schaffe ich auch nicht. Hä? Okay, wir gucken noch mal kurz, ganz kurz die Mauer hier entlang, ob wir irgendwie hochkommen. Was ich jetzt glauben würde, ist hier vielleicht. Ich höre hier im Hintergrund die ganze Zeit Wölfe jaulen, das irritiert voll. Lasst mich doch nachdenken, Wölfe. Lasst mich doch nachdenken. Das ist echt ein bisschen Mist. Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier rein. Moment. Achso. Und wir können ja jederzeit hier zurückkommen. Wir haben ja diesen Ort hier entdeckt. Und das ist Versteck Tiberinsel. Das merken wir uns einfach. Ich werde es mir nie im Leben merken können. Nee, dann müssen wir hin. Aber wo bin ich? Ich gucke einfach auf die Karte. Ich bin unten rechts, okay. Das heißt, ich bin wahrscheinlich hier irgendwo ganz unten. Porta Momentana. Genau, das war's. Da sind wir gerade. Na gut, gehen wir zur Tiberinsel. Lassen wir uns jetzt nicht lenken. Dann kommen wir später nochmal her. Außerhalb einer Quest. Vielleicht können wir es innerhalb der Quest gar nicht finden. Obwohl, das glaube ich nicht. Wir müssen uns halt ein bisschen Zeit nehmen, da oben rumzulaufen, oder ich werde googeln. Weil wenn wir uns jetzt da die Mühe machen, da hoch zu klettern und da oben ist nichts, was ich auch glaube, was da, dass da nichts ist, dann ist alles umsonst gewesen. Ben trovato, Nicolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Ja.
Wir suchen Freunde, Freunde. Halt, ich hab Freunde. Euch. Auch keine Freunde. Ja, römischer Untergrund. 100% Synchronisation. Wieso nicht? Kann man ja gerne mal haben. Sequenz 2 beendet. Rom in Ruinen. Ich denke mal auch, dass die Quests uns immer weiter oder immer in der Nähe von den Glyphen bringen werden. Von daher werden wir da, glaube ich, auch nichts verpassen. Nichts Großartiges. War beim letzten Mal auch so, haben wir auch alle gefunden, ne? Ohne Probleme. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. So, neue Gegenstände bei Schmied freigeschaltet. Yeah. Du willst betteln? Hast du mein Assassin's Creed 1 Let's Play nicht gesehen? Hä? Hast du mein Let's Play Assassin's Creed 1 Let's Play nicht gesehen? Hä? Ich hasse das. Und darum bezieh dich. Hey! Jetzt wehrst du dich auch noch, oder was? Oh Gott, er wehrt sich. Okay, er wehrt sich. Das war kein Zivilist, der wollte mich töten. Ihr habt's alle gesehen. Und wir klettern jetzt erstmal hier hoch. Wir haben 3 Quests, die wir auszuführen haben vorher, wenn wir das Zeug hier einnehmen. Und da ist eine Flagge. Cool. So. Da oben müssen wir hin. Huch. Mit einer Truhe. Cool. Sehr schön. Wo wollen wir zuerst hingehen, Freunde? Wo wollen wir zuerst hingehen? Was ist das für ein gelbes Zeug hier? Schatz des Romulus. Das machen wir eventuell ein andermal. Ich will jetzt nicht morgen sagen, weil ich verspreche jedes Mal irgendwas morgen zu machen und dann finde ich irgendwas anderes. Das ist auch ein bisschen blöd. Templerversteck. Stimmt, die DLCs muss ich vorher noch runterladen. Dann können wir da nämlich auch mal ein bisschen Spaß haben zwischendurch. Huch und ich habe E-Mails. Ich habe E-Mails, Freunde. Wir müssen die Animus verlassen. Nur ganz kurz. Und ich wette, wir haben keine E-Mails. Alles eine Verarsche. Es gibt ja einfach immer zu viel zu sehen, Freunde. Es tut mir leid, dass ich in jedem Spiel abschweifend bin, aber das bin ich, so kennt ihr mich schon seit Ewigkeiten. Seitdem ich mein Metro Last Light Let's Play gemacht habe, mit dem ich angefangen habe, bin ich neugierig, laufe ich überall rum und mache Scheiße ohne Ende. Aber wir sind ja in einer neuen Sequenz, ne? Willkommen zurück, Deswegen Desmond. Müssen wir sowieso hier rumlaufen. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Ich muss mich konzentrieren. Du mich auch. Desmond. Wir haben zu tun. Habt ihr nicht? Solange ich im Animus bin, habt ihr gar nichts zu tun. Hä? Achso, die Sachen, die wir gefunden haben. Ich verstehe. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass da Sachen... Ich bring dich gleich um. Gut, ich will einen Gegenstand umbringen. Das ist vielleicht nicht ganz so logisch. Ihr spielt wie Flasche leer, Alter hier. Du Rassist. Selber Rassist. Geht's noch? Habt ihr sonst nichts zu tun? Oh nein, gönnt mir bloß keine Pause. Ich habe ja nur die letzten 3 Wochen in dieser Scheißkiste verbracht. Nein, schon gut. Lass uns ruhig alle rumzicken, während die Welt vor die Hunde geht. Hey, das ist nicht einfach, ja? Ach, und wir machen hier Urlaub, oder was? Es reicht. Hey, wir alle stehen unter großem Druck. Aber nur wir können Abstergo stoppen, darum müssen wir zusammenhalten. Genau. Wir sind doch eine Denkfabrik. Jemand Lust auf ein paar Entspannungsübungen? Nicht? Sehr lustig, Jungs. Okay. Ihr spielt wie Flasche leer, Alter hier. Okay, das nehme ich mal so hin. So, Desmond Miles. Passwort hast du nicht gesehen. So. Naja, das ist mein Passwort, Freunde. Hast du nicht gesehen. Ich habe keine E-Mails. Die wollen mich alle verarschen, oder? MP3-Player. Haben wir das schon gelesen? Achtet darauf, im Verteiler zu bleiben. Okay. Hey Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Rebecca.
Mit Dreien geschrieben. Rebecca, was bist du denn für ein Noob? Oh Gott. Rebecca, oh, ich hab dich... Rebecca, ich hab dich gemocht. Ich fand dich echt süß und so. Sexy. Aber jetzt? Nee, das ist abstoßend. Freunde, das ist abstoßend. Wenn man anstatt eine 3 macht, ich finde das abstoßend. Gut, MP3-Player. Wir gucken mal, ob wir draußen irgendwie einen MP3-Player finden. Oder irgendwas anderes. Die Blutflecken sind immer noch da, ne? Wir schauen uns nur ganz kurz um und dann hauen wir mal ab. Auf jeden Fall. Ich hoffe einfach nur, was Neues zu sehen. Nö, das hört hier auf wie alles andere auch. Ich glaube nicht, dass es was Neues gibt, nur weil Sequenz 2 ist. Ich meine, wir hatten ja nicht mal neue Gespräche, ne? Wir hatten nicht mal neue Gespräche. Wir werden sowieso noch des Öfteren rausgehen müssen, questbedingt. Deswegen lassen wir es jetzt einfach gut sein. Was bringt das? Ich will die Nacht überspringen. Gut, laufen wir zurück. Ist nichts mit überspringen. Okay, Rebecca hat einen MP3-Player verloren. Was ich gerne machen würde, ist auf deren E-Mails zugreifen. Was habe ich nie gemacht. Damals, als ich Assassin's Creed gespielt habe, war ich noch recht jung. Und da war ich halt noch nicht dieser Erforscher, den ich heute bin. Und da habe ich diese ganzen Szenen zwischendurch nie gemacht. Draußen rumgelaufen bin ich auch nie. Ich bin einfach jedes Mal im Animus geblieben und habe mich gefreut, die Story zu machen, weil mich die Story sehr interessiert hat. Aber ich war nie wirklich der, irgendwie der Schatzsucher, der Rumlaufer. Und jetzt bin ich das geworden und jetzt will ich das nachholen. Jetzt lass mich durch. So, jetzt gehen wir wieder rein. Gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo einen MP3-Player finden. Oder irgendwas. Wenn wir jetzt hier rumleuchten. Das Einzige, was ich sehe, ist wirklich hier... Der Stift, der blinkt mich auch so an. Aber ich kann nur mit ihr reden, ne? Keine Zeit zum Reden. Also es muss ja einen Grund geben, warum ich auf die E-Mails zugreifen kann. Tuch! Zugriff gewährt. Oh. Gefunden. Okay, der MP3-Player ist gefunden. Extrablatt. Rebecca ist ein Templar. Sehr witzig. Danke, Becca. Schau, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Oh, es geht um Joghurt. Joghurt, da. Joghurt. Ich hatte heute Morgen noch 2 Joghurts im Mini-Kühlschrank und jetzt sind sie weg. Ich habe Hunger und bin genervt. Also, wer hat sie genommen? Lucy. Lucy, ich bin ziemlich enttäuscht, dass du solche Anschuldigungen gegen dein Team äußerst. Der Vorwurf ist unfair, aus der Luft gegriffen und ehrlich gesagt eine Beleidigung. Sean. Danke, Becca. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Achso. Wahrscheinlich hat sie das gesagt, ne? Sean hat beide gegessen. Ich weiß es, weil er mich gefragt hat, ob ich einen haben möchte. Desmond, das kommt von mir. Hey, Lucy. Nee, das kommt gar nicht von mir. Hey Lucy, achso, das kommt von Rebecca. Hey Lucy, Desmond hat gestern im Schlaf ziemlich laut gebrüllt. Er wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, aber ich dachte, ich sag mal Bescheid. Oh. Huppele. Naja, dann hat Rebecca auf jeden Fall gesagt, dass es Sean war und dann kam die Antwort von Lucy. Danke, Becca. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Genau. Und dann kommt das Extrablatt. Extrablatt, Rebecca ist ein Templar, weil sie ihn verpetzt hat. So, Sean. Zugriff gewährt. Okay, Sean hat ihn gefunden auf jeden Fall. Lucy. Gut, nichts, was wir nicht kennen. Aber bei Lucy können wir nicht reingucken, glaube ich, oder? Doch, können wir. Hä, beim letzten Mal konnten wir das nicht. Ausgang. Das kennen wir. Das kennen wir. Desmond, Antwort. Ich hab's gehört, aber wir können nicht viel tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß, es ist schrecklich und ich hasse es, aber es muss sein. Trotzdem danke, Lucy.
Ja, sie hat's auch gehört. Das ist der Wochenplan, den kennen wir ja schon. So. Ja, dann haben wir alles gelesen. Gut, dann gehen wir mal rein. Der B3-Player wurde ja offensichtlich gefunden von Sean. Alles bereit. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir auf Lucys nicht zugreifen können. Warum ich das dachte, werden wir ein andermal erfahren. Das wird alles noch komplizierter, Freunde, hier. Meine Beziehung mit Lucy. Und das liegt nicht nur daran, dass Lucy meine Katze hieß damals. Nein. Sondern aus anderen Gründen, weil wird es kompliziert. Aber wir machen jetzt noch 5 Minuten, weil ich so lange da draußen rumgehampelt habe. Und das wäre sonst unfair, wenn wir nichts vom Spiel haben, ne? So. Ja, super. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns ach cool. Hier ist ja auch gar kein Borgia-Turm in der Nähe. Finde ich gut. Ich wollte mich eigentlich um den Borgia-Turm kümmern, aber so müssen wir es nicht. Bank. 50, 60, 100. Kann ich mit dir interagieren? Buchführung. Geschäfte. Oh, was will ich alles haben? Wahrzeichen. Können wir auch kaufen. Geld abheben. Ah, da landet unser Geld drin. Ah, ich verstehe. Das ist cool gelöst. Jetzt müssen wir nicht mehr irgendwie weit reisen, um Geld abzuheben. Kaufe ich. In Vendetta. Heißt nicht Vendetta irgendwas mit Rache? Waren sie gerade auf Racheführung? Kommt man nicht vorbei. Halt, ja, wenn man einen Laden in Italien zumacht, dann ist man auf Rache aus und nicht in Pleite. Deswegen. So, wir können reparieren. Alles reparieren. Zack. Wir können Rüstungen kaufen. Was ich jetzt noch nicht brauche. Eine Armbrust kann ich mir kaufen. Ja, kann ich nicht. Okay, dann nicht. Gegenstände verkaufen kann ich auch. Ring verkaufen 0. Alles wertlos. Geschäftsaufträge. Treue. Diesen Geschäftsauftrag beenden, um das Offiziersschwert freizuschalten. Wie tue ich das? Vielleicht mehr freischalten, ich weiß nicht. Laufen wir erstmal hier runter. Dann nehmen wir den Arzt nochmal mit. Es ist eigentlich recht wichtig, so ganzen Gebäude zu haben. Nicht nur, weil wir dadurch Geld bekommen, sondern weil wir zwischendurch immer kaufen können. Kommt, lasst euch heilen. Ja. So, alle aus dem Weg. Bettler, du auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Auftrag, ne? Oh, was haben wir denn hier? Hier kann ich bestimmt später Aufträge abholen, ne? Würde ich jetzt mal stark vermuten. So. Autsch. Ponte Fabrizio. Auch nichts. Ich muss aber sagen, zumindest sind die Bettler nicht aufdringlich. Da hinten ist ein Schloss, das heißt, hier ist ein Borgia-Turm in der Nähe, ne? Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen hier an dieser Stelle einfach wieder. Ich werde mir gleich nochmal die DLCs besorgen. Dann haben wir wenigstens da keinen Stress. Und dann gehen wir einfach mal direkt zu einem der Fragezeichen morgen, weil ich muss da jetzt wirklich nicht hinlaufen. Ob ich jetzt 2 Minuten da noch hinlaufe oder ob ich das gleich selber mache, ist ja Wumpe. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.